Ist das vorbei? Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Das ist normal, auf normal spielen wir. Kubizu. Also die Handfeuerwaffe ist auf jeden Fall ein bisschen lasch. So, muss man sagen, ehrlicherweise. Es nimmt kein Ende. Ah, mir fehlen noch rostige Reste. Pulver, nice. Fuck. Oh, oh. Boah, nicht dein Ernst. Lass mich mal durch hier, dankeschön. Nein, 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 nein.
Lass mich durch. Halt! Warten! Also, ja. Krass. Wo bin ich denn eigentlich hier gerade gewesen? Achso. Hier. Haben wir noch was. Ich muss jetzt mal Munition einsammeln. Haben wir hier noch was? Was? Schießen sie auf rote Pulverfässer? Das ist voll mit Schießpulver. Blindmunition. Kraut. Macht einen ordentlichen Bums, würde ich sagen. Gucken mal, was hier oben ist. Hallo. Schloss und so, ne? So, da bin ich herausgekrochen. Ja, jetzt scheint es erst endlich mal wieder zu laufen. Was war hier noch? Ne, hier ist nichts mehr. Ach, das ist das Gebäude, okay. Name Dave. Gefährlich hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose?
Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Da kommt absolut Freude auf, wenn so eine kranke alte Frau hier so rum am Kreischen ist. Ich höre die nur atmen, ey. Was ist mit der? Soll mal zum Arzt. Okay, in dem Gebäude ist schon mal nichts. Nur eine verschlossene, ein verschlossener Teil. Aber ich glaube, das ist auch markiert. Genau, dafür brauchst du den Dietrich. Also das ist jetzt auch der Teil für, wie in der Demo. Kann man nicht rein. Auch nicht. Oh, nice. Zeremonieplatz. Ist verschlossen. Opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seinen Bewohnern. Wer sie zerstört, den möge der Zorn Mutter Mirandas erteilen. Ereilen, nicht erteilen. Okay. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finde die zwei Reliktfragmente, eines in der Kirche, eines bei Lucias Haus. Ja, das zweite muss ich auf jeden Fall noch finden. Reiseprotokoll. Ach, ein Speicherslot, okay. Dann haben wir jetzt mal fix gespeichert. Mine. Nice. Okay, so, jetzt kann ich doch mal bestimmt mal ein bisschen was herstellen. Munition. Zack. Jawohl. Jetzt haben wir ein bisschen was.
darüber ist einer gerannt und da vorne steht auch irgendwo einer. Aber man sieht die so schlecht. Muss noch irgendwo einer sein. Vogelkäfig im Baum mitnehmen. Kriege ich den denn mit? Oh. Nicht schlecht. 1000 Leihen bekommen. Oh. Hier ist ein Wagen. Rostiges Zeugs. Jetzt muss ich nochmal hier schauen, ob es hier nochmal irgendwas gab. Mal eben hier rein. Schließen Sie die Tür. Ah. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Gibt's hier was zu holen? Nö, ne? Aber hier draußen. So, Schießpulver. Nochmal Munition. Munitioner. Sehr gut.
Captain. Captain, bist du da? Hallo? Schade, Captain Yesterday ist immer noch nicht da drinnen zu finden. Der Dave, das Giveaway ist nicht verlost. Ich werde das verschieben. Warum? Weil wir heute übelste Internetprobleme hatten. Viele jetzt mittlerweile auch schon wieder weg sind oder abgeschalten haben, weil ich eigentlich gesagt habe, ich streame heute nicht mehr. Aufgrund der Provider-Probleme. Ich werde das Ganze verschieben auf morgen. Morgen ist nochmal ein riesen Enlisted-Event. Und auch Sonntag. Könnt ihr euch drauf einstellen. Und dann werde ich das Giveaway verlosen. Es tut mir leid, aber ich musste improvisieren aufgrund der Provider-Probleme. Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Man muss sich nicht neu anmelden, Dave. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Luisa, Sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Hier lang. Das ist ein komischer Ort. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel?
Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. O Allmächtige, hör unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut. Der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Lass weg! Nein, lass mich los! Nein! Wir müssen töten! Wir müssen weg! Lass ihn los! Elena? Ich sagte aufhören! Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus.
Nice, schön. 500. Falls nötig, nehmen Sie den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Ach, da war doch was. Untersuche die Objekte genauer.